guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Heute Abend so kurz nach Midsommer. Und ist es nicht schön? Nicht einmal mehr ein halbes Jahr, dann werden die Tage schon wieder länger. Ja, man muss heute mit wenig zufrieden sein. Gerade wenn du die Politlandschaft, mein lieber Freund, was uns die große Kollision letzte Woche wieder alles als großen Erfolg verkaufen wollte. Manager werden jetzt doch nicht ganz so arg belohnt, wenn sie ihren Laden wieder an die Wand geklatscht haben. Das Ausrufezeichen im Kampf gegen die Kinderpornografie. Eidertaus, es dauert jetzt mindestens 20 Sekunden länger, bis man über einen kleinen Umweg die gesperrte Seite doch wieder aufrufen kann. Und dann das verschärfte Waffenrecht. Mensch, mal, hey, oder? Großkalibrige Waffen erst ab 18. Mein lieber Freund, da wird mancher Amokläufer entsetzt vor der Schule beidrehen, weil er sagt, oh ja, ich bin ja noch nicht volljährig. Ne, kein Wunder. Kein Wunder, dass sich immer mehr Wähler verweigern. Die sagen, was soll das alles noch? Es bringt ja sowieso nichts. Aber hingehen muss man zur Wahl. Auch wenn es an die Bast hingehen muss. Und alles, die 100% Wahlbeteiligung bei 10% gültigen Stimmen. Das wäre mal ein Zeichen. Oder einfach durchstreichen, wenn einem was nicht passt. Oder das Papier zerknüllen und wegwerfen. Von wegen, das bringt nichts. Ein zerknülltes, weggeworfenes Papier kann ein Halbfinale im UEFA Cup entscheiden. So, jetzt ist aber jetzt noch was zu tun. Jetzt könnte aber mal langsam mal kommen. Ich muss doch noch packen. Da bin ich auch schon. So, reine Vorsichtsmaßnahme. Nur für den Fall, dass Sie mal wieder einen Keil zwischen mich und meinen Fahrstuhl treiben wollen. Also jetzt werden Sie mal nicht albern. Es gibt weiß Gott Wichtigeres zu tun. Ja, allerdings. Ja, ist gut, Sie können gehen. Schön, dass Sie auch da sind endlich. Da kann ich nämlich auch gehen. Was ist denn jetzt los? Ja, na, ich muss weg. Packen. Urlaub. Ist schon wieder so weit? Ja, ich war heute Mittag tanken. 7 Cent teurer als gestern. Irgendwo müssen große Ferien begonnen haben. Wir können nicht in Urlaub gehen. Wir sind mitten im Wahlkampf, bitteschön. Ach ja, das müssen Sie gerade sagen. Ja? Wer hat sich denn abgeseilt vor der Europawahl und mich allein gelassen mit all diesem bürgerlichen Mehrheitsgrößenwahnsinnsgeschmodder? Moment, ich habe mich nicht abgeseilt. Ich war zur Zahnsanierung in Litauen. Da ist man als Patient wenigstens noch willkommen. Ja gut, das Baltikum nimmt alles in der Krise, ne? Ja. Komisch, aber man sieht gar nichts. Ja, natürlich sieht man nichts. Darin besteht ja die Kunst. Innen voll funktionsfähig und außen sieht's aus wie gebraucht. Hätte es aber da bleiben können. Lassen mich allein am Wahlabend mit diesem fleischgewordenen Albtraum. Was? Freude schöner Götterfunken. Oh. Ja, der ist das Gegenteil von meinem Gebiss. Nicht in. Der. Innen hohl und außen hochpoliert. Das sehen Sie. Mit Westerwelle als Gebiss würde ich wie ein Heiratsschwindler aussehen. Ja, von dem hätte Ludwig Thoma zu Recht gesagt, er war Einsejurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Ja, aber jetzt nicht schickt er sich an, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Ja, das riecht aber schon schwer ich kann Kanzler nicht. Eher nach Erwachsen auf Probe. Deshalb will ihn unsere Supernanny ja auch unter ihre Fittiche nehmen. Super wer? Die Kanzlerin. Ah, Moment, die hat doch der FDP gerade noch realitätsfremde Politik vorgeworfen. Ja, na und? Wahrscheinlich will sie deshalb die Liberalen mit ins Boot holen, um unser Land vor ihnen zu schützen. Bitte? Da können Sie mal sehen, wie selbstlos diese Frau ist. Hat sie ja gesagt, ein Grund, warum es gut ist, wenn die FDP wieder in die Regierung kommt, ist auch, dass sie dann nicht mehr das Blaue vom Himmel versprechen kann. Das ist ja mal ein interessantes Argument. Das du mir hast. Dieses Argument sollte sich die SPD gut merken.
Für den Fall, dass Sie mal die Linke in die Regierung holen will, nicht? Da wäre was los, mein lieber Mann. Da würden Sie aber Funken sprühen vor Freude, die Götterfunken im Olymp der bürgerlichen Mehrheit. Aber hallo. Mit der bürgerlichen Mehrheit, dieses bürgerliche... Pff, was war denn bei der Europawahl? Hat das bürgerliche Lager zum dritten Mal in Folge satt verloren. Und was machen Sie? Verkaufen Sie als historischen Erfolg. Das wird doch auch langsam mal ein Fall für den Nationalen Wächterrat. Wenn man die Wahlbeteiligung sich mal anguckt, haben gerade netto 21% der früh aufstehenden, hart arbeitenden Leistungsträger dem bürgerlichen Lager ihr Herz geschenkt. Und davon über die Hälfte Rentner. Ich bin unschuldig. Ich war zur Gebisssanierung. Ach, reden Sie doch nicht raus. Ihr macht doch alle Briefwahl. Jeder siechen Seniorin im Altenheim wird doch vom katholischen Sozialdienst die rechte Hand geführt. Also jetzt hören Sie doch mal auf. Mir führt niemand die rechte Hand. Mir nicht. Kein Mensch führt mir die rechte Hand. Mir nicht. Das kann aber sicher sein. Nein. Sag Sie mal, was du nicht tun hast. Sag mal, hätte sie die nicht eigentlich gleich mitmachen lassen können in Litauen? Die sollen dort sehr berühmt sein für ihr Zedernholz. Libanon, Herr Priol, die Zedern gibt's im Libanon. Ach so, egal, sind ja auch pleite. Ah, mein Gott. Guten Abend. Das ist aber schön, dass Sie da sind. Wer ist das jetzt schon wieder? Ja, kennen Sie nicht? Ich komme im Auftrag der AOK und möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja. Sie? Mir? Ihn? Über Sie? Ja, das ist der Herr Rating von der AOK vom TÜV. Ja, was wissen Sie da schon wieder, wovon ich nichts weiß? Ich habe mich bei der AOK freiwillig gemeldet. Das ist ja wieder typisch. Na, erst arme baltische Zahnarzthelferinnen in Litauen ausplündern und sich dann von der AOK noch die Reisekosten erstatten lassen. Das ist der Rentner. Weiß er irgendetwas von etwas, wovon ich nichts weiß? Nein, jetzt, ich erkläre es mal. Hören Sie, ich habe mich bei der AOK freiwillig als Testperson für den Ärzte-TÜV gemeldet. Und unser Herr Rating hier, der wird mich befragen, was ich von Ihrer ärztlichen Behandlung und Qualität Ihrer Leistung halte. Bitte, wenn jemand die Qualität meiner ärztlichen Leistung als Kompetenz beurteilen kann, dann bin ich das ja wohl noch selber am besten. Sie verschwenden hier nur Ihre Zeit. Und meine übrigens auch. Meine Tankstelle hat mir verraten, dass Urlaub ist. Ich muss packen. So, fünf Minuten sind Sie hier verschwunden und wir sprechen uns noch. Ja, das dürfen Sie nicht ernst nehmen. Wir machen das schon. Was machen Sie in meinem Lift? Mir wurde ausdrücklich gesagt, ich soll hier niemand reinlassen. Wer hat Ihnen das gesagt? Sie? Ja, aber ich bin doch ich. Und jetzt machen Sie Platz. Also, der Wachmann war seine 3,50 Euro die Stunde aber wert. Das ist ja ein tolles Ding. Vollkommen unlocker, Ihr Chef. Da muss ich gleich einen Abstrich machen. Ja. Total überfordert. Deswegen habe ich Sie auch herbestellt. Nicht? Sie sind bei ihm in Behandlung? Ja, seit fast 3 Jahren. Dafür sehen Sie erstaunlich gut aus. Ja, danke. Aber ich erwarte mir von Ihrer Bewertung eigentlich eine Rüge für ihn und auch eine bessere Grundversorgung insgesamt. Aha. Und wie lange wollen Sie dann mit Ihrer Zähigkeit noch der Solidargemeinschaft auf der Tasche liegen? Wie bitte? Ja, hören Sie, wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Da muss man offen sein für neue Ideen. Ich höre da einen lauernden Unterton bei Ihnen. Da hören Sie für Ihr Alter erstaunlich richtig. Sehen Sie, die Patientenverfügung gibt Ihnen das Recht auf Sterbewunsch im Krankheitsfall. Aber jedes Recht bedeutet auch Pflicht. Sagen Sie mal, worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Was soll das denn? Ja, Sie geben doch hier den staatstragenden Bürger immer. Da sollten Sie vielleicht nicht Ihre Lebenserwartung bis zur letzten teuren Infusion auskosten, sondern uns die Möglichkeit geben, vorher den Stecker zu ziehen. Also eine Geschmacklosigkeit, weil wir mit der Haltung da werden Sie es bei der AOK noch weit bringen. Eine Frechheit. Die trainieren das wahrscheinlich sogar. Das bringen Sie dem bei, so zu reden. Nein, es ist doch... Meine Damen und Herren, wir müssen doch alle sehen, dass wir die gigantischen Kassenkosten nach unten drücken. 14,9% für alle. Das heißt nicht für alle, wenn Ackermann das auch zahlen müsste, dann wäre ja die Kasse saniert. Nicht? Aber da muss man doch fragen dürfen, wieso braucht ein älteres Ehepaar 2 Gebisse? Ja, wenn die Rente so ist, dass sie sowieso nichts zu beißen haben. Ja? Die alten Menschen tun mir auch leid. Ich würde auch gerne im Alter eine Kreuzfahrt machen auf so einem schönen weißen Schiff MS Mumienschlepper. Ja? Na, das könnte man vielleicht ab 70 zur Pflicht machen. Dann werden die Ozeane ein Riesenfeuchtgebiet für Senioren.
Nicht? Und die somalischen Piraten werden zu natürlichen Verbündeten der ausgebeuteten Rentenkassen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ja, aber da ist ja sowieso Angela Merkel davor. Die rettet ja nicht nur Opel. Nein, sie muss kurz vor Weihnachten am Horn von Afrika gewesen sein. Noch vor der Bundeswehr. Sie haben doch die Meldung gehört, wo das deutsche Kreuzfahrtschiff von Piraten bedroht wurde. Da hieß es wörtlich, da schob sich die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern dazwischen. Das ist... Ja, aber... Und erstaunlicherweise wird sie dabei immer jünger. Sie erinnern doch noch das Europawahlplakat, nicht? Da sah sie ja aus wie 17. Ich habe gesagt, was ist falsch an dem Bild? Da fehlt das FDJ-Hemd, nicht? Und mit dieser jugendlichen Frische geht sie die Probleme unserer alternden Gesellschaft an. Und die werden ja nicht weniger. Nein, ich verfolge das ja jeden Tag in der einzigen Fachzeitschrift, die politisch von allen anerkannt ist und die neben der Apothekenumschau oder auch Rentner Bravo von Senioren gerne gelesen wird. Und die so große Buchstaben hat, dass wir als alternde Gesellschaft mit unseren schwachen Dioptrienwerten das lesen können. Und da steht es ja, Rentenerhöhung im Osten gibt es viel mehr als im Westen. Da geht ein Riss durch das Land. Aber was heißt Rentenerhöhung? 2,5% bei allein 2,6% Inflation in 2008. Die alten Leute spielen ja vor lauter Verzweiflung schon wie die wilden Lotto. Deutschland total Lotto. Die Jackpots quillen über. Und als dann wieder mal ein Jackpot geknackt war, da stand es hier, machen Lotto-Millionen wirklich glücklich? Das kann man schlecht beurteilen, wenn man keine hat. Ja, aber nicht? Wir wissen, Geld allein macht nicht glücklich. Hier, Finanztest. Deutscher Milliardär wirft sich vor Zug. Ein unglaubliches Vertrauen in den Fahrplan der Deutschen Bahn. Ja. Was ist ein Mensch heute überhaupt noch wert? Nicht Althaus, dieser Ski-Amokläufer, der jetzt wieder in Thüringen auf der Piste ist. 5.000 Euro für tote Skifahrerin. Ja, was ist das? Die doppelte Abwrackprämie, dann ist das erledigt. Nicht? Wir wissen doch gerade in Deutschland, wie schwankend der Wert von Menschen ist, als damals der Osten aufgemacht hat. Nicht vor fast 20 Jahren, das feiern wir bald. Nicht, da sind die Menschen alle rübergekommen, da haben wir gesagt, mein Gott, das sollen unsere Brüder und Schwestern sein. Da konnten wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass wir die kurz vorher noch freigekauft haben. Da wussten wir ja nicht, dass wir die alle umsonst kriegen. Nicht? Da haben wir für einen Ossi 90.000 Mark bezahlt. Das muss man den Jüngeren erklären. Das sind ja 46.000, 47.000 Euro. Dafür kriegen sie einen nagelneuen Mercedes E-Klasse mit Ledersitzen und Schiebedach. Das haben wir bezahlt für einen gebrauchten Sony. Ja. Und heute gibt Popstar Madonna 13 Millionen Dollar für diese kleine Mercy aus Malawi. Dabei hätte sie ja alle Uiguren aus Guantanamo umsonst haben können. Ja, aber die wollten wir auch nicht. Unterdessen darben wir Deutschen vereinigt einer trüben Zukunft entgegen. Hier, Kältetod, Rentner am Küchentisch erfroren. Das ist einmal ein anschauliches Beispiel dafür, was das Einfrieren der Renten konkret bedeutet. Ja. Deswegen dürfen wir nicht wanken und deswegen hat die Regierung ja beschlossen, Rente erst ab 67, damit wir 2 Jahre später erfrieren. So geht es. Ja, wo bleibt denn dieser Dombrowski hier? Meine Güte. Herr Priol, dieser Mann hat mich brüskiert. Herr Priol? Herr Priol? Ist er weg? Ja, jetzt kommen Sie schon raus. Das verzeih ich Ihnen nie. Ja, der Mann war ein Missgriff. Dass Sie sich nicht zu schade sind, für so etwas Niederträchtiges sich herzugeben. Ärzte, TÜV, pah, ja spick mich doch. Jetzt mal langsam. Jetzt begreifen Sie doch mal, diese Fragebogenaktion, die richtet sich doch gar nicht gegen Sie persönlich. Sie sind doch nur Teil eines korrupten Ausplünderungssystems. Ach so, ja dann. Ja dann geht's mir wahlmäßig ja auch nicht um Sie, sondern nur um Sie als Teil einer Verschwörung gegen die künftigen Generationen. Wie bitte? Erst bestimmen Sie durch Ihr Wahlverhalten den Kurs von Europa. Jetzt fangen Sie doch nicht wieder mit der Europawahl an. Doch, 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 doch.
doch gerade Europa. Wer ist denn der Wahl mehrheitlich ferngeblieben in Europa? Mein Gott, ich habe mir doch nur die Zähne machen lassen. Quatsch, es geht doch gar nicht um Sie. Die Jugend ist daheim geblieben. Wer hat sich denn an die Urne geschleppt? So er noch konnte Sie und Ihresgleichen eine Tumbe überalterte, Merkel-verblendete Landbevölkerung hat über die Zukunft von Europa abgestimmt. Eine Zukunft, die sie mehrheitlich gar nicht mehr erleben wird. Und jetzt sollte sie noch über den Sommer kommen, Schwitze sich anschicken, auch noch über die Bundestagswahl, geriatrisch derart sich zu verfälschen. Herr Priol, jetzt fassen Sie das, bringen aber ordentlich was durcheinander. Nein, im Gegenteil, ich erkenne die großen Zusammenhänge. Ich sage nur Ahmadinejad. Was? Ahmadinejad. Wer hat diesen durchgeknallten, klerikal-konservativen Psychopath denn zu seiner angeblichen Mehrheit verholfen? Eine tumbe, überalterte Landbevölkerung durch plumpe Heilsversprechen bestochen. Jetzt hören Sie mal zu, Sie sind komplett urlaubsreif. Sie werden ja auch ganz blass mittlerweile schon. So können Sie es. Aber hören Sie mal, ich wollte Ihnen doch nur erklären, dass meine Beurteilung bei diesem Ärzte... Da ist es doch genauso. Was? Wer hat denn noch Zeit für diese Fragebögen, nachdem er 5 Stunden vorher im Wartezimmer rumgehockt und die alten Lesezirkel durchflattert hat, in denen Lady Di immer noch lebt? Wieder nur Sie und Ihresgleichen. Und jetzt schicken Sie sich auch noch an, nach Europa und Deutschland auch noch die Ärzteschaft zu ruinieren. Jetzt, Herr Prior, so können Sie doch hier nicht reden. Mein Gott, noch mal, viele von unseren Besuchern sind doch betroffen. Nicht das Anstaltsfernsehen, das wird doch auch viel von Älteren gesehen. Auch? Nur? Müssten Sie mit Ihrem litauischen Zahnersatz doch am besten wissen. Ich? Was soll das denn jetzt heißen? Na, Sie sind doch das Sprachrohr für unsere Stammkundschaft. Sehhilfe, Gehhilfe, jetzt dann noch Beißhilfe. Mit den Dritten sieht man besser. Oh Gott, nein. Das ist auch erst ungewöhnlich. Das sollten Sie jetzt nicht so wörtlich nehmen. Ich glaube, er ist immer noch ein bisschen verbittert über dieses Wahlergebnis. Er will es nicht, es will ihm nicht in den Kopf, dass gerade ältere Menschen in der Krise oft das wählen, was ihnen vertraut ist. Nicht ungeachtet dessen, wie sie hinters Licht geführt werden von den ihnen Vertrauten. Das wollen die ja oft auch gar nicht wissen. Nicht? Man muss doch ehrlich sein, sie sind doch mit dem ihnen Vertrauten auch oft gar nicht schlecht gefahren. Sehen Sie mal, die letzten Jahre, bei uns sind 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Wir waren doch auf einem guten Weg, denkt sich der brave Bürger. Im Grunde sind sogar 2,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Ich zeige es Ihnen mal, hier, schauen Sie mal. Wir haben in den letzten Jahren 2,5 Millionen neue Arbeitsplätze bekommen. Hier, Hunderttausende von Leiharbeitern, normale Teilzeit, 1-Euro-Jobs, Selbstständige und noch 500.000 geringfügige Beschäftigung. Alles neu, 2,5 Millionen. Nicht nur die links unten, die Vollzeitbeschäftigten. Nicht? Die sind eine knappe Million weniger geworden. Nicht? Und dazu sagt aber die Regierung, wir sind auf einem guten Weg. Und auf diesem Weg will die Kanzlerin weitermachen und Westerwelle wird ihr helfen, als erstes Kündigungsschutz abschaffen, damit diese Entwicklung noch dynamischer laufen kann. Nicht? Und was denkt sich der brave Bürger dazu? Ja, jetzt sollten wir bloß nicht alles in Frage stellen. Nicht. Und genau dasselbe denkt er sich auch bei der akuten Finanz- und Wirtschaftskrise. Nicht, jetzt nicht alles diskutieren. Wenn es erst mal brennt, dann darf man nicht mit der Feuerwehr über den Brandschutz diskutieren. Selbst wenn im Löschzug Pyromanen arbeiten. Nicht. Im Grunde ist es doch auch so, wenn man den Brandstiftern, wenn man denen ins Gewissen redet und sie beaufsichtigt, dann muss man denen noch nicht mal die Zündhölzer wegnehmen. Und so wird doch auch agiert. Die Regierungen arbeiten noch an Kontrolle und Aufsicht. Weltweit, hier der Dings, Obama, der hat jetzt durchgegriffen, haben Sie es mitbekommen, in Amerika. Der hat in den USA, hat er die FED, die amerikanische zentrale Notenbank, zur obersten Kontrollbehörde ernannt, mit großen Vollmachten. Nicht, kennen Sie auch die FED, das genießt weltweit großes Vertrauen, hier der Dings, Alan Greenspan, kennen Sie auch den legendären Fed-Chef, der ist bei 4 Präsidenten im Oval Office, ist da ein- und ausgegangen. Nicht? Muss man sich doch keine Gedanken machen, was das für ein Institut ist, nicht? Oder wem es gehört. Nicht? Obwohl, weil es eigentlich ganz interessant wäre. Nicht? Die meisten denken ja, das ist eine unabhängige Einrichtung des Staates, die amerikanische Notenbank. Ist sie aber gar nicht. Die Fed gehört den amerikanischen Großbanken. Sie ist Eigentum der amerikanischen Großbanken.
Deswegen hat das auch so gut geklappt mit den 700 Milliarden Hilfe, die ratzfatz kamen. Die hat sie drucken lassen, die Fett für ihre Eigner. Das sehen Sie, der Bock ist der Gärtner. Die Pyromanen sind zum Brandschutzbeauftragten ernannt worden, meine Damen und Herren. Das ist die Sitter. Die ist 1913 gegründet worden. Ja, jetzt spricht, ja, ja. Jetzt, hören Sie, ja, jetzt. Der Gedankengang ist noch nicht zu Ende. Unterbrechen Sie mich nicht. Nicht? Die FED ist 1913 von Präsident Woodrow Wilson gegründet worden, der ein paar Jahre später öffentlich zugegeben hat, ich habe unwissentlich mein eigenes Land ruiniert, indem ich eine große Industrienation ihrem eigenen Kreditwesen unterstellt habe. Nicht? Und der Charles Lindbergh Senior, der größte und berühmteste Widersacher der FED, der hat im Kongress gesagt, das ist das größte Kartell, das die Menschheitsgeschichte auf Erden je gesehen hat. Und dieses Kartell wird Inflation erzeugen, wann immer es Inflation wünscht. Nicht? Und Sie können glücklich sein, Sie dürfen dabei sein. Jetzt ist es wieder soweit. Sie arbeiten an der nächsten großen Inflation, aber es stimmt nur in den USA. Das können Sie den Ihnen vertrauten Experten ruhig glauben, meine Damen und Herren. Ja. Wissen Sie, was für mich die einzig gute Nachricht in den letzten Wochen war? Ich kann jetzt eine Patientenverfügung hinterlegen. Und ich kann Ihnen eins sagen, meine Patientenverfügung wird sehr großzügig ausfallen. Und wenn es ja dann zu viel wird, dann verweigere ich einfach die Nahrung. Man muss nicht jedes Elend mitmachen, das auf einen wartet. Das ist meine Überzeugung. Toll. Ja. Toll. Ja, das kann man doch mal sagen, oder? Toll. Ja. Ja. Bravo. Ja. Sehr schön. Haben Sie die gute Laune ja wieder schön in den Keller gespielt? Ja, hab ich. Es war aber auch mal wieder an der Zeit. Ja, es war auch mal wieder an der Zeit. Lassen die Leute hier ratlos zurück. Die gucken ja schon so entsetzt, als hätten die apokalyptischen Reiter gerade ihr Gäule bei ihnen daheim in die Garage gestellt. Ich kann dieses Gejammere nimmer hören. Gott, jetzt in der Krise, wo alle sagen, oje, alles verschwindet, an das wir uns als seit der Kindheit gewöhnt hatten. All die Traditionsunternehmen aus dem vorletzten Jahrhundert lösen sich auf. Schießer, Karstadt, die SPD. Ne, gerade da. Ich sag gerade bei dem Kaufhaussterben, da muss man doch auch mal das Positive sehen für uns Männer. Wenn die Kästen verschwunden, endlich keine lästigen Einkaufsbummel mehr. Na, vielleicht hat unser großer Wirtschaftsminister Karl Theodor, vielleicht daran gedacht, als er erst so steuert. Der ist ja unglaublich. Der ist ja gegen alles, wenn der Staat meint, er könnte gerade wieder irgendwas mal retten müssen sollen. Was für ein dramatischer Auftritt, oder? In der Nacht der langen Messer, als es um Opel ging, da stand der Geölte ja kurz davor, eine eigene Piratenpartei zu gründen. Als die Kanzlerin klargemacht hatte, Opel wird gerettet, es ist Wahlkampf, da geht es auch um mich. Da wollte er zurücktreten. Das Adelsbübchen zu Gutenberg hat in der Probezeit mit Rücktritt gedroht. Hä? Das ist ja ungefähr so, als wenn ein Bankräuber unmaskiert und ohne Pistole an den Schalter stürmt und meint, ihr gebt mir jetzt entweder sofort all euer Geld oder ich gehe wieder heim. Nein, das ist... Und dann ist er doch... Hä? Und dann ist er doch geblieben, der Verfechter einer geplanten Insolvenz. Ich weiß, ich habe mich immer gefragt, wie sieht eigentlich ungeplante Insolvenz aus? Ich meine, gut, mit Opel, so richtig nachvollziehbar ist es nicht. Ne? Die werden mit Milliarden zugeschissen, nur damit man sie magna cum laude an den Russen verramschen kann. Mal ganz ehrlich, wenn im Kalten Krieg eine unionsgeführte Regierung es gewagt hätte, dem Steuerzahler Milliarden aus dem Kreuz zu leiern, nur damit aus Opel Moskwitsch wird, das hätte sich in der Zeit nur einer erlauben können. Sehr richtig. Ich habe der DDR sogar einen Milliardenkredit in den Rachen geworfen, in der Hoffnung, sie würden länger drüben bleiben. Na, schön war. Schön fand ich, wie Karl Theodor sein Dochbleiben dann begründet hat. Na, hat gemeint, die Brücke für mich war, dass die gesamte Regierung zu einer Gesamteinschätzung gekommen ist.
In dieser Einschätzung habe ich meine abweichende Haltung wiedergefunden. So komisch, ne? Früher, als der Adel noch Anstand gehabt hat, da hätte sich so einer nach solch einer verheerenden Niederlage, hätte der sich hingestellt und gesagt, so meine Herren, und jetzt lassen Sie mich bitte allein. Schublade auf, Beretta raus, Feierabend. Herr Karl Theodor. Karl Theodor, der Schutzpatron der Steuerzahler. Jetzt bei Karstadt Quelle, da ist er ja schwer am Rumeiern, kam ihm die Kanzlerin eigentlich entgegen, hat gemeint, da gibt's kein Geld, aber fürsorglich wie sie ist, hat sie gemeint, wir werden die Insolvenz von Karstadt begleiten. Oh, habe ich jetzt gerade eine neue Hospizbewegung? Na, kommt. Kommt auch ihr Motto sehr entgegen. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Na, vielleicht der bessere Bestattungsunternehmer, man weiß es nicht. Aber da war Karl Theodor ganz auf Null. Ist dann blöderweise der Seehofer mit der Blutgrätsche dazwischen. Hat gesagt, Quelle ist ein systemisches Unternehmen, was so viel heißt wie, es liegt in Bayern. Na, und der hat... Und er hat durchgepeitscht, dass sich der Freistaat an einem 50-Millionen-Paket beteiligt, damit der Winterkatalog von Quelle gedruckt werden kann. Bei einem Unternehmen, wo man gar nicht weiß, ob es die bestellten Waren dann noch ausliefern kann. Ich weiß nicht, ob Karl Theodor das unter einer geplanten Insolvenz versteht, aber wäre er in dieser Sache konsequent, müsste er eigentlich in den nächsten Tagen als Selbstmordattentäter in der Münchner Staatskanzlei auftauchen. Ja. Es ist wieder soweit, ich muss die Lesezirkel austauschen. Ja, das ist schön, dass Sie mal wieder da sind bei uns. Ist einfach, was ist mit Ihnen so optisch? Sie wirken heute so dezent und blässlich in Ihrem Kostüm. Haben Sie noch irgendwas Besonderes vor? Wollen Sie in die Politik? Schauen Sie, Herr Doktor. Ich hab so satt, jeden Tag muss ich rackern und ackern, es bleibt nicht wirklich was dabei hängen. Also habe ich mir gedacht, nimm dir an jemandem ein Beispiel. Jemanden ohne Inhalte, ohne Engagement. Ja, jetzt weiß ich, an wen Sie mich erinnern. Silvana Koch-Merin. Ja. Dieser leicht in Sandfarben beige Erbspüree-Haft changierende Ton ihres Kostüms. Fühlen Sie sich doch ein bisschen verpasst. Übrigens auch von der Farbe her gut zum geistigen Inhalt von Silvana. Ja. Die faule Wachtel war in Brüssel bei keiner einzigen Sitzung. Fast. Ja, na gut, aber in Straßburg soll man sie ab und zu gesehen haben. Ja, freilich beim Wachtelessen. Ja, aber sonst ein Wahlplakat, vor dem sogar der ADAC gewarnt hat. Ja, aber gut, was stand da auch drauf? Arbeit muss sich wieder lohnen. Ja, 3 Fotoshootings, damit sie erblondet von den Plakatwänden hat herabgrinsen können. Mhm. Und sonst? Ja, gut, das reicht ja heute. Auch, ne? Also ein bisschen blond, sie ist halt da, hat schöne lange Beine und das sticht aus jedem Bild heraus. Warum glauben Sie, dass unsere Kanzlerin so erfolgreich ist, von den Beinen mal abgesehen? Da seid ihr Männer doch selber schuld. Wenn die doofen Männer in der Politik mehr bunte Jacketts tragen würden, dann würde doch die Merkel mit ihren bunten Bläsern niemandem die Möglichkeit geben, grenzte Bild zu Schlagzeilen. Unsere Kanzlerin, ein Farbtupfer in der Politik. Naja, weiß jetzt nicht, ob der Steinmeier in Erbspüree-Farben unbedingte Bereicherung wäre. Aber ich halte Sie ja von der Arbeit ab. Und ich muss ja auch los. Ich muss packen. Aber bitte tun Sie mir einen kleinen Gefallen. Wenn Sie das nächste Mal wiederkommen, übertreiben Sie es bitte nicht mit der politischen Kostümierung. Nicht, dass Sie am Ende noch hier im Hosenanzug auftauchen, gebläsert mit 4 großen Knöpfen. Dann fürchte ich, werden wir Sie länger hier behalten müssen. Was durchaus seinen Reiz haben könnte, wenn ich mir das nicht... Nein. Ich habe es so satt, diese Themen, mit denen wir uns momentan rumschlagen müssen. Wenn die wirtschaftliche Situation in Deutschland noch so wäre wie vor einem Jahr, dann würde ich hier vor Ihnen stehen und wir würden geschmeidig über die Hochzeit von Boris Becker reden. Wie Sie das Brautkleid seiner Lilly gefunden haben und ob sie ihn doch nur wegen der Kohle geheiratet hat, die er vielleicht gar nicht mehr hat.
und ob er nicht vielleicht doch lieber die andere Elendszuchtel hätte ehelichen sollen, Frau Meyer-Würgen, die jetzt da mit dem Dings umeinander pochert. Und zum Schluss hätten wir uns ganz klein spießbürgerlich darüber amüsiert, dass jetzt Müntefering, der alte Knochen, aus eigenen Parteireihen ein 40 Jahre jüngeres Gspusi rekrutiert hat. Und ich hätte noch en passant die niveaulose Bemerkung gemacht, dass wahrscheinlich bei SPDlern über 65 Viagra von der Gewerkschaft bezahlt wird. Alles in allem hätten wir uns einen schönen bunten Yellow Press Abend machen können. Ja, Klatsch und Tratsch mit Bobbele und Münte, Panem et Circenses, Brot und Spiele eben. Stattdessen müssen wir uns mit Schlagwörtern rumschlagen wie Opel, Hypo Real Estate, Arcandor. Wenn ich vor einem Jahr zu Ihnen gesagt hätte, Arcandor geht es schlecht, hätten Sie doch auch gedacht, dass es sich dabei um eine aussterbende Vogelart handelt. Oder um eine marode Airline, wo alle Stewardessen ausschauen wie Gesine Schwan. Ja, aber heute weiß jeder, ja, heute weiß jeder, was Arcandor ist. Heute weiß natürlich jeder, was Arcandor ist. Was hat der Steinmeier sich abgemüht, um die Karre bei Arcandor noch mal rumzureißen? Und wie hat er gerungen mit unserem Wirtschaftsminister Frank Walter gegen Karl Theodor? Das war ja fast wie Mike Tyson gegen Evander Holyfield. Steinmeier hat sogar fast sowas wie Lebensgeister gezeigt. Ich hab direkt ein bisschen Angst gehabt um das Ohrwascheln vom Gutenberg. Ja, aber seien wir ehrlich, Wahlkampf mit Steinmeier als Kanzlerkandidat, das ist so, als ob ein Eunuch ins Puff geht. Ja, das Ergebnis ist dasselbe. Ja, Resignation und Verzweiflung. Ja. Aber die Wahlschlappe der SPD bei der Europawahl hat ja bei Horst Seehofer, dem Vorzeigebigamisten der CSU, zu solchen Testosteronschieben geführt, dass er sich vor den Quelle-Konzern aufgebaut hat und gesagt hat, mit Versandhauskatalogen ist es wie mit Frauen, man kann nie genug haben. Ja, aber das Geld des Steuerzahlers ist halt schneller ausgegeben als das eigene. Unser Sozialminister zum Beispiel, Herr Scholz, hat vor kurzem ganz frech eine Rentengarantie gegeben. Das Geld dafür bereitstellen will er allerdings nicht. Das ist so, als ob mein Mann zu mir sagt, Schatz, an Weihnachten bekommst du einen Porsche. Ich weiß zwar nicht, wie ich ihn bezahlen soll, aber ich habe mir gedacht, du freust dich. Ich habe es so satt. Es ödet mich an, dass Minister Millionen in Unternehmen pumpen, die jahrzehntelang Fehlentscheidungen getroffen haben, die dafür ihren Vorständen Millionengehälter in den Hintern geblasen haben. Es ödet mich an, wenn ich höre, dass Karstadt pleite geht, weil Frau Schickedanz nicht bereit ist, sich mit genügend Privatvermögen zu engagieren, weil das Chalet in der Schweiz noch renoviert gehört. Es ödet mich an, wenn ich lesen muss, auf welchen Yachten Sozialschmarotzer wie die feinen Gebrüder Haffer oder die Herren Schrempf und Mittelhoff ihre Wohlstandsbäuche sonnen, obwohl man sie eigentlich in den Knast stecken sollte. Es ödet mich an. Was war denn alles? Was wollte ich denn noch mitnehmen? Ah ja. Sonnenmilch brauche ich noch. Und ein bisschen was zu lesen könnte ich mitnehmen. Na ja, vielleicht mopse ich mir ein paar von den Lesezirkeln. Das fällt ja da sowieso kein bisschen Tratsch, bisschen Glamour könnte man bei uns in der Politik ja auch gut gebrauchen. Oder gerade in der Krise. Es ist alles so langweilig, wenn ein Guido Westerwelle schon als rhetorische Wohltat empfunden wird, verglichen mit der Kanzlerin und ihrem Herausforderer. Wenn ein Hoffnungsträger der Union wie Norbert Röttgen ungestraft Sprechblasen absondern darf wie in einen Aufschwung hinein die Steuern zu senken ist nicht vernünftig. In einem Abschwung macht es auch keinen Sinn. Da wünscht man sich doch ein bisschen Pep, ein bisschen was. Wünscht man sich das auch mal ein bisschen Pep, ein bisschen was, ein bisschen in der Krise mal ein bisschen ablenken. Da sollten wir uns vielleicht ein Beispiel an Italien nehmen. Da geht's ab. Silvio Berlusconi, der Bonsai-Duce, höhlt ununterbrochen die Gesetze aus, aber regt sich irgendeinmal auf? Nein, weil er genau weiß, wie man von all diesen Dingen ablenkt. Sex sells. Da mal ein bisschen was mit der 18-Jährigen, da mal ein bisschen was mit Renuta aus Bari. Bin mal gespannt, was er sich jetzt einfallen lässt, wenn er den G8-Gipfel ausrichtet. wenn er dabei sein wird als Gastgeber, weil dem Kavaliere, dem Gerüchten zufolge, sonst schon öfters mal nichts mehr steht eine Anzeige ins Haus wegen Förderung der Prostitution. Hat sein Anwalt aber gleich abgenudelt, hat gleich nur gemeint, hat selbst wenn es stimmt, war Berlusconi nur der Endverbraucher der Frauen, nicht der Organisator. Und was sagt sich da der gemeine Italiener? Ah, wenn ist der so, ist der gut, ist der bene, ist der normale. Ne? Und was haben ihn
Was? Was haben Ihnen die... Was haben ihm die ganzen Skandale bei der Europawahl gebracht? 3% plus. Seitdem überlegt der Seehofer. Wahltaktisch unser Endverbraucher Don Juan aus Ingolstadt. Na, er hat schon Überlegungen angestellt, was es bringen könnte, wenn er auf der Fraueninsel im Herrenchiemsee eine Poolparty veranstalten würde. Wenn dann Google Earth noch gestochen scharfe Bilder liefert von all den Bikini-Schönheiten, angeführt von Gabriele Pauli, wahrscheinlich, die ja ihre eigene neu gegründete Partei mitbringt, Freie Union, christlicher Konservativer, abgekürzt FAK, na, umzingelt... Umzingelt von all... Umzingelt von all dem anderen üblichen verdächtigen Geschmeiß. Sandy Meyer-Wölden, Veronika Ferres, noch ein paar gecastete Stringtangas von Heidi Klum. 5 gefühlte Prozent wären drin. Und wenn dann noch gepixelt ein in Umfragen schwächelnder CDU-Prominenter auftaucht. Dieter Althaus mit erregiertem... Halt, um Gottes Willen! Was reden Sie denn da? Die reden sich am Kopf und Kragen. Das können Sie doch nicht ernsthaft machen. Wenn solche Ideen zur Kanzlerin durchdringen. Ach, jetzt hört doch mit der auf, da jetzt ist gut jetzt. Es ist ja schön, dass Sie auch wieder da sind, weil ich hab's nämlich jetzt. Was? Na, das mit euch, mit den Rentnern. Aha. Ja, was denn? Na, wie man das generationengerecht verteilen könnte bei der Wahl. Was gibt's denn da zu verteilen? Es gibt einen alten demokratischen Grundsatz, one man, one vote. Ja, Moment. Aber als der alte demokratische Grundsatz entworfen wurde, wurden die Leute ja selten älter als 70. Sagen Sie mal, wo wollen Sie denn jetzt hinaus? Zur Generationengerechtigkeit. Aha. Leben wir jetzt Ihnen auch zu lange? Nein, aber Ihresgleichen wählt mir zu lange. Ja, und was wollen Sie machen? Wollen Sie Hausarrest am Wahltag? Ja, das geht nicht. Na, das weiß ich, dass es nicht geht. Das kenne ich aus der Prostata-Werbung. Über 4 Millionen müssen nachts raus. Nicht da. Herr Prior, also jetzt lass das mal. Jetzt ist es aber ein bisschen oft unter der Gürtellinie, mein Lieber. Ja, gut. Ich muss ja nicht gleich die Stimme ganz wegkappen. Halbieren wird mir ja schon genügen. Die Rentner? Nein. Das Stimmrecht ab 70 und die andere Hälfte fällt an all die unter 18 sind. Warum, wenn man bis 18 nicht wählen darf, warum sollte man dann noch wählen dürfen, wenn man über 70 ist? Halbieren. Ja. Und die andere Hälfte kriegen die unter 18? Ja. Man müsste mal ausrechnen, was das für das Wahlergebnis bedeuten würde. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, was es für den Wahlkampf bedeuten würde, dass sich unsere Politnasen nicht mehr länger nur bei den Rentnern anwanzen, sondern auch mal bei den Alleinerziehenden. Das wäre mal ein bisschen mehr netto vom Brutto-Saison bereinigt. Und wo würde da das bürgerliche Lager landen? Dort, wo es hingehört. Und wir hätten endlich Generationengerechtigkeit für uns. Wir sind doch seit Jahren, ach was, seit Jahrzehnten, sind wir doch die In-Betweens, ne, fremdbestimmt von Senioren, die am Sonntag immer an die Urne sich schleppen, anstatt auf Kaffeefahrt zu gehen, um sich Heizdecken andrehen zu lassen. Wenn er nur nicht immer so polemisch würde. Dann. Aber unsere Zeit wird kommen. Wenn wir die geburtenstärksten Jahrgänge erstmal im Rentenalter sind, dann werden wir der bürgerlichen Mehrheit mal zeigen, wozu ein gesunder Altersstarrsinn fähig ist. Jetzt freuen Sie sich mal nicht zu früh. Was wäre denn, wenn Ihre geburtenschwache neoliberale Jet-Set- und Single-Generation den Braten bis dahin gerochen hat? Und ihren radikalen Wahlvorschlag noch radikaler schon umgesetzt hat. Old man, no vote. Da hätte ich ja schon wieder die Arschkarte gezogen. Die für mich nur no country for old men. Das ist also, ich könne einfach jeden Spaß an der Demokratie nehmen. Mann, bin ich urlaubsreif. Ja. Wissen Sie denn eigentlich schon, wo es hingehen soll? Egal, irgendwo hin. Grönland vielleicht, da ist wärmer im Moment. Was? Und dort setzt man die Alten auf den Schlitten, wenn sie nicht mehr beißen können. Und? Haben Sie mal das jüngste Wahlergebnis dort angeguckt? Ach, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch, hören Sie gar nicht hin. Nicht, es ist nicht wahr. Der Eskimo setzt den Opa nicht auf den Schlitten, wenn Opa nicht mehr beißen kann. Beim Eskimo kommt der Opa auf den Schlitten, wenn nichts mehr zu beißen da ist. Nicht? Und das ist ein ziemlicher Unterschied. Nicht? Gerade bei uns, weil bei uns ist ja noch reichlich zu beißen. Nicht? Und solange hier noch zu beißen ist, da beißen wir alle mit. Nicht?
Und wenn wir uns in Litauen noch mal die Zähne frisch machen lassen. Nicht? Das sage ich Ihnen. Also so leid. Ach, Herr Grebe, Sie haben mich aber lange nicht gesehen. Sie sehen ein bisschen matt aus. Ja. Wenn man so ihr... Ihr Altersbild ist, Ihr Gangbild ist altersuntypisch, wenn ich das mal sagen darf. Urlaubsreif, schlapp. Wo geht's denn bei Ihnen hin dieses Jahr? Ich bleib hier, ich mache Urlaub in Deutschland. Ach, was für interessant. Wollen Sie mal ein bisschen erzählen, wo es hingeht? Ja, ist ja gut. Man wird ja noch mal eine Frage stellen. Ach, mein Gott. Ich hätte ja denken können, ihn zu fragen. Finanzkrise, Finanzkrise, Finanzkrise. Erderwärmung, Erderwärmung, Erderwärmung. Terrorismus, Terrorismus, Terrorismus. Piraten, Piraten, Piraten. Da vergeht der Spaß. Was soll man da machen? Ja, was, ja, was? Urlaub in Deutschland, Urlaub in Deutschland, Urlaub in der Region. 6 Wochen Oderbruch, ich freu mich schon. Urlaub in Deutschland, das Gute liegt so nah. In den Städten hängen Plaketten, Goethe war hier, Goethe war da. Deutschland hat viel zu bieten, von den Alpen bis zum Meer. Das Land der Cargoöfen und von Sanifair. Graubrot, Schwarzbrot, Goethebrot und 5000 Sorten Bier und 20.000 Bärlauchprodukte erwarten Sie. In Afrika gibt's Affen. Das wissen Sie sicherlich. Die Lippe fließt durch Lippstadt. Das wusste ich nicht. Urlaub in Deutschland. Urlaub in der Region. Ich gieße meinen Globus auf dem Balkon. Urlaub in Deutschland, das Gute liegt so nah. Warum nicht mal Wolfsburg? Goethe war sich auch schon da. Herzlich willkommen in Hannover. Sie sind endlich da. Unsere Partnerstädte sind Leipzig, Posen und Hiroshima. Über die Sachsen macht man Witze, die sind wunderbar. Sächsische Wurst mit U auf Schnitt. Ich weiß, Samba ist kein Volkstanz aus Franken. Ich weiß, der Vierteltag geht ganz tief rein in die Gedanken. Ich weiß, Wuppertal sieht aus wie Vladivostok 1962. Wenn man immer nur den Osten mästet, das rächt sich. Urlaub in Deutschland, Urlaub in der Region. 3 Tage Rhön, schön mit Vollpension. Urlaub in Deutschland. Darauf hab ich Bock. Die Mosel, 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 die rockt, die rockt, die rockt, die rockt. Schönen Urlaub. Da rockt jetzt, mal viel langsam. Da rockt überhaupt nichts. Da rockt überhaupt nichts und Sie machen auch keinen Urlaub irgendwo. Sie machen jetzt wieder auf Station. Vor Ihnen steht eine Autorität. Ausweis brauche ich noch. Irgendwo muss ich doch meinen Ausweis hinhaben. Wo ist dann der wieder?
So, jetzt drehen wir noch eine kleine Runde, Schiff, gell? Schiff, ja. Schiff. Was? Hallo, oh je. Schiff. Die SPD. Okay. Schiff. Schiff, Schiff, Schiff. Wir sind im Freiburg. Schiff, tun Sie die Frau da weg. Das, ich will das nicht. Die sieht aus wie von der FDP. Jetzt hat sie mich noch angelangt. Tun Sie sofort, bitte. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich wollte ihm nur eine kleine Freude machen, habe ihm ein bisschen was aus der Bunten vorgelesen, gell? Ja, aus der ganz Dreckshochzeit von dem Wichskopf in so einem Holz hat sie mir das vorgelesen. Also, den Scheißdreck. Sagen Sie mal, kriegt man den auch wieder ruhig? Ja, ja, keine Angst. Bei der SPD hält Power nie besonders lang an. Vielleicht darf ich Ihnen zum Ausgleich kleine Freifahrt in meinem Lift anbieten. Jetzt, das so. Das mache ich doch gern. Ja, das ist schon in Ordnung. Das ist Ausnahme heute. Ja, so, wo war ich? Ach ja, mein Ausweis wollte ich ja noch. Können Sie sich jetzt wenigstens auch mal ein bisschen um mich kümmern? Die Kuh kommt mir nicht mehr ins Zimmer. Na, langsam redet man so von einem möglichen potenziellen Koalitionspartner. Ja, das ist ja der größte Fehler. Mit denen, das wird doch nichts. Wo sind dann die größten Drecksäcke beisammen? Bei denen. Wenn es gegen die kleinen Leute geht, da ist doch das FDP-Gesindel beisammen. Mit denen kommen wir doch überhaupt noch mehr auf die Füße. Jetzt weiß ich, wo ich ihn hin habe. Das ist ja doch kein Wert. Nicht? Soll ich Ihnen mal was sagen? Chef, was? Warum können wir das nicht bleiben lassen mit der FDP? Also, das hat doch euer Münte gesagt. Regieren, Opposition ist Mist. Ja, aber mit der FDP ist Dreck. Muss ich Ihnen sagen, mit Mist kannst du wenigstens noch düngen. Ja, da wächst im nächsten Jahr wächst was. Aber mit der FDP. Ich sage Ihnen eins, Chef, mit der FDP, das gibt uns den Rest. Wussten Sie übrigens, dass ich noch ein Sammelalbum habe? Wir haben doch früher immer so ein Sammelalbum von Margarine gehabt. Mit so Klebebildern. Das war Rama bei uns. Und da habe ich noch ein Album, große Momente der deutschen Geschichte. Und wissen Sie, was mein Lieblingsbild ist? Bauernführer Jos Fritz erwartet stehend den Tod im Kreise der Seinen. Und so geht's uns jetzt auch all. Jetzt verzweifeln Sie mal nicht, die SPD wird noch gebraucht. So? Wer sagt denn sowas? Die Bild-Zeitung, Hugo Müller-Fock. Ja, wenn die sowas sagen, das ist der Todesstoß, Chef. Vielleicht könnt ihr ja bei eurer Regierung einen Rettungsschirm beantragen. Noch geltet ihr als systemische Partei. Und was machen wir dann unter dem Schirm? Same procedure as last year, Miss Sophie. Was? Na ja, ihr bleibt Junior Chief Joke Assistant in einer großen Koalition. Ach du liebe, bloß dasselbe Nummer. Da haben wir dann wieder so Figuren wie der Gutenberg am Hals. Ja, den nach der Kanzlerin beliebtesten Politiker im Land. Ja, sieh, das ist mir auch so ein Rätsel. Wie kann dann sowas passieren? Weil das Volk Politiker will, die ihm die Wahrheit sagen. Und das glauben sie doch selber nicht. Die Leute wollen nur das hören, die Art von Wahrheit, die sie haben wollen. Sieh, das weiß ich. Der Oskar, wie uns ein Oskar damals auf Heller und Pfennig vorgerechnet hat, was die Einheit kostet. Und die Rechnung stimmt heute noch. Und was war mit dem? Ausgepfiffen haben sie ihn. Und wen haben sie gewählt? Der Kohl haben sie gewählt, der uns von vorne bis hinten beschissen hat mit seinen blühenden Landschaften, die er aus der Portokasse bezahlen wollte. Und was hat er gemacht mit der FDP? Hat er unsere Rentenkasse leergeräumt? Der Nobby Blüm, der Komiker, hat Schmiere gestanden, hat gesagt, die Renten sind sicher. Und wer ist heute beliebt und wer ist nicht beliebt? Wollen Sie noch mehr hören? Ich hab noch mehr auf Lara. Wenn ich auspacke, da brauchen Sie gar nicht mehr einpacken jetzt für den Urlaub. Langsam. Hey, mal ruhig. Euer Kandidat kämpft doch. Ach der. Ja, nach dem Europa-Desaster hat er doch gesagt, wenn es sein muss, lege ich noch eine Schippe drauf. Ja, legt eine Schippe drauf. Und wissen Sie, was das für eine Schippe ist, Chef? Das ist die Schippe, mit der wir uns unser Grab selber schaufeln. So weit ist es. Wir kommen nicht mehr auf die Füße. Wissen Sie, wie man noch einmal hochkäme? Wenn man einen Satz hätte, Chef. Ein Satz bräuchte man. Der muss gar nicht wahr sein, der misst nur Stimmen. Früher haben wir mal so einen Satz gehabt. Unseren Kindern soll es einmal besser gehen als wie uns. Das war ein Satz. Und heute so mehr Netto vom Brutto, das ist kein Satz. Soll ich Ihnen das
Sammelbildchen mal zeigen von Jos Fritz? Ja, später. Irgendwann. Nicht jetzt? Nach meinem Urlaub. Ach, aber ja. Nicht jetzt. Ja. Gucken Sie mal auf die Uhr. Oh, ist aber nach 11 schon. Ja, ne? Ja, ist spät. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Berichterstattern Arnold Fratin, Monika Gruber und Reinhard Grebe. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet nach der Sommerpause am 8. September. Mitten im Wahlkampf. Wie immer live. Billigen Gesinnungsapplaus hin zur Bundkomödie in ihrem ZDF der Heute-Show.